Hi meine Freunde hier, ich bin Andi und zusammen genießen wir Deutschrap und ja, ich bin mal richtig gespannt, was heute so geht. Ich habe mir einen Track rausgesucht, den habe ich schon super häufig in den Comments gelesen. Wenn dir das Ganze gefällt und du sagst so, hey, ist voll cool, dass du das Ganze neu entdeckst, dann sehr, sehr gerne. Lass mir doch ein Abo da, lass mir ein Like auf dem Video, das hilft mir wirklich immens. Und wir haben heute Kollega und zwar mit Mondfinsternis. Du hast es wahrscheinlich schon eh gelesen, wenn du den auf den Titel geklickt hast, aber darauf bin ich jetzt sehr, sehr gehypt, weil super viele von euch haben gesagt so, hey Andi, das musst du checken, der geht auf jeden Fall nach vorne. Und ich habe gerade versucht, Vorhänge aufzuhängen hier in meinem Büro und es hat nicht geklappt. Ich habe 2 Stunden lang rumgedoktert und wenn das Ding jetzt hier nicht nach vorne geht und ein bisschen Druck bei mir ablässt, dann bin ich heute nicht happy. Also, ich erwarte jetzt wirklich einen Banger. Super viele von euch haben gesagt so, falls du mir einen Songvorschlag gerne machen würdest, komm doch gerne auf unseren Discord. Wir haben einen schönen, gemütlichen Community-Discord. Unten in der Beschreibung, in der Description findest du alles. Da hast du dann die Einladung und dann können wir vielleicht auch zusammen mal eine Runde schnacken. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich brauche jetzt auf jeden Fall was Hartes. Leute, wenn ihr im Live-Chat seid hier, auf dieser Seite. Grüße an euch im Live-Chat. Grüße an alle, die in die Comments posten. Was ist dein Banger von Kollega? Ich will jetzt wirklich nur Tracks hören, die eurer Meinung nach krass nach vorne gehen, die wirkliche richtige Stomper sind. Keine deepen Tracks so, ich will wirklich einfach nur Geballer haben. Und ich hoffe, das ist jetzt einer. Wie gesagt, first listen. Ich bin so gespannt, weil super viele von euch haben gesagt, hört es. Und ich hoffe, dass das Video online geht. Ich hatte nämlich mit Alpha schon Probleme, dass es bei YouTube gesperrt ist und ich kann es einfach nicht hochladen, die Reaction. Und deswegen habe ich mir schon überlegt, ich muss irgendwie eine Option finden, um das Ganze, um einen Workaround hier zu finden. Aber hey, ich würde sagen, 3, 2, 1. Oh, es könnte. Ich hör einen schnellen Beat. Bitte. Ich bin der Mac in diesem Business und ticke dicke Packets, deine Kiste mit der glitzernden Kette. In den Club zerre deine Bitch auf Toilette und ficke dir deinen arroganten Blick aus der Fresse. Du holst dir mein Album und sagst, ich bin der Beste. Doch ich dreh mit deiner Mutter Porn-Tapes, komm in deine Villa mit der Basie, gebe deine Body-Punches, alter deine Rippen zerbersten wie Cornflakes. Keiner dieser Rapper kann so viele Bitches zu derselben Zeit in 10 Städten. Dann bedeutet, dass die Weiber irgendwann checken, was. Danke. Leute, danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Das ist genau das Ding, du versuchst Vorhang vor Vorhang Teil einzufehlen in diese Stange. Und du verzweifelst einfach, ja, weil irgendwo klemmt. Und dann habe ich einen Denkfehler gemacht. Ich kann nicht nach links schieben, weil da ist die Wand und nach rechts hinten raus ging es aber auch nicht mehr. Ey, ich war so lost. Und jetzt, danke, das war der Release, den ich gebraucht habe. Okay, klein Andi ist zufrieden. Happy? Wir checken die Lyrics. Oh. Hört sich schon mal sehr gut an. Ich bin der Mac in diesem Business und ticke dicke Packets, deine Kiste mit der glitzernden Kette. In den Club zerre deine Bitch auf Toilette und ficke dir deinen arroganten Blick aus der Fresse. Du zurück, Mann. Das sind so die ersten paar Bars, die man hören will, wenn man wirklich ein krasses Ding hören will. Und danke, Leute, an all diejenigen, die gesagt haben, hör dir Mondfinsternis an, du wirst nicht enttäuscht sein. Happy. Ich bin der Mac in diesem Business und ticke dicke Packets, deine Kiste mit der glitzernden Kette. In den Club zerre deine Bitch auf Toilette und ficke dir deinen arroganten Blick aus der Fresse. Du holst dir mein Album und sagst, ich bin der Beste. Doch ich dreh mit deiner Mutter Porn-Tapes, komm in deine Villa mit der Basie, gebe deine Body-Punches, alter deine Rippen zerbersten wie Cornflakes. Keiner dieser Rapper kann so viele Bitches zu derselben Zeit in 10 Städten. Dann bedeutet, dass die Weiber irgendwann checken, was abgeht. Kid, ich hab alleine in deiner City circa 7 oder 8 Babes, was geht? Und ich mache Business und ticke da die Sluts, ey. Ich rolle deine City rein im silbernen Lakes. Mache deine Lady, die du liebst, zu deiner Ex. Sie vergöttert meine Body, Kid, ich baller mir das Flex. Aber danach mit der Nutte circa 7 Stunden 6. Alle G's in deiner Tor, wissen mein Wort ist hier gesetzt. Kid, ich komme mit der goldenen Kette, baller die Wanne wieder voll. Deine Fresse, besser renne dein Versteck. Rapper wolle gerne eine Kollabo, komm dann und call deine weg. Am Handy leider ist immer besetzt. Denn ich habe keine Zeit für diese Penner, Kid. Ich mache lieber Business in Holland, habe kiloweise Pep in dem Kofferraum und rolle bei den Zoll. Ich mache Money mit der Ware, Motherfucker, komm mir nicht mit deinen Rap. Ich habe leider keine. Ich bin so gespannt, was kommt. Kommt ein Hook oder geht's einfach relentlessly so weiter? Für deine super tolle Tracks. Deutscher Rap ist eine Bitch und ich versorge sie mit Drake. Mache mit der Nutte, Villa, mit der Basic, gib mir deine Body Punches. Sorry, man sollte auch nicht reden, wenn Kollege gerade ausrastet. Das geht nicht gut. Also wirklich, ich muss sagen, ich bin ja lyrisch gesehen immer wieder überrascht, so was da kommt. Und ich dachte ja schon, was war denn das? Ich weiß es gar nicht, ob das, doch, das war das Auto vom Zuhälter-Tape 5, glaube ich, ne, Koka-Sinfonie. Da dachte ich auch schon so, das war einfach nur Bar nach Bar nach Bar, einfach Gesplatter so, aber das ist hier echt Next Level.
Mit deiner Mutter Porn-Tapes, komm in deine Villa mit der Basic, gib mir deine Body-Punches, alle deine Rippen zerbersten wie Cornflakes. Keiner dieser Rapper kann so viele Bitches zu derselben Zeit in 10 Städten, dann bedeutet, dass die Viber irgendwann checken, was abgeht. Kid, ich hab alleine in deiner City circa 7 oder 8 Babes, was geht? Und ich mache Business und Ticker, da die Sluts, ey. Ich rolle deine City rein im silbernen Lakes. Mache deine Lady, die du liebst, zu deine Ex. Sie vergöttert meine Body, Kid, ich baller mir das Flex. Aber danach mit der Note circa 7 Stunden Sex. Alle G's in deiner Tonne, bis in mein Wort ist hier gesetzt. Kid, ich komme mit der goldenen Kette, baller die Wolle wieder voll in deine Fresse, oh. Das hat Rennen der Versteck. Rapper wolle gerne eine Kollabo, komm in an und call deine Weg am Handy, leider ist immer besetzt. Denn ich habe keine Zeit für diese Penner, Kid, ich mache lieber Business in Holland, habe kiloweise Pep in dem Kopf. Warum rolle bei dir voll? Ich mache Money mit der Barre, Motherfucker, komm mir nicht mit deinen Rap. Ich habe leider. Es ist jetzt einfach so absurd, Leute. Es ist jetzt schon einfach absurd so. Ey, ich kein Plan so, ich bin ein bisschen braindead. Ich denke jetzt wirklich, okay, kommt jetzt noch eine Hook oder ist es einfach straight up? Am Handy leider ist immer besetzt, denn ich habe keine Zeit für diese Penner, Kid, ich mache lieber Business in Holland, habe kiloweise Pep in dem Kopf, warum und rolle bei den Zoll, ich mache Money mit der Barre, Motherfucker, komm mir nicht mit deinen Rap. Ich habe leider keine Nerven für deine super tolle Tracks, deutsche Rap ist eine Bitch und ich versorge sie mit Track, mache mit der Note Cash. Und es wird immer mehr wie von allein, Kid, ich habe den Lauf wie meine Tag. Gebe keine Fick auf deine Gangkoban und zucke meine Gun, baller die Kugel in den Head und du verreckst. Hey, Uzi läuft für schwarz. Okay, wir haben einen Hook. Ziele mit der Gun, kille deine Gang, rolle weg im Jeep. Baller Luden tot und das tot durch dein Licht. Kugel in der Luft, renne durch die Hood, voll das Magazin. Gucci Jacket, weiß, dass es Koksdicker ist. Leg ihm in den Line, rolle mir den Blunt, holländisches Weed. Lass die Lady tanzen auf dem Wohnzimmer. Ich darf jetzt Rapper mit nem Messer, besser gib mir deine Kette, wenn er rennt, ich bin der King in dem Block. Koksdicker bist, ich spanne meine Muskeln an und erzeuge damit deine Mondfinsternis. Rapper Baller Steroide machen, dann auf harte Body. Okay, wir müssen zurück. Das Ding ist ja, bei der Mondfinsternis ist es doch so, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, auch hier, ich bin jetzt kein Astrophysiker, aber es ist doch so bei der Mondfinsternis, dass der Mond im Schatten der Erde liegt, oder? Hey, leg ihm in den Line, rolle mir den Blunt, holländisches Weed. Lass die Lady tanzen auf dem Mondzimmer. Ich darf jetzt im Rapper mit nem Messer, besser gib mir deine Kette, wenn er rennt, ich bin der King in dem Block. Koksdicker bist, ich spanne meine Muskeln an und erzeuge damit deine Mondfinsternis. Okay, jetzt überlegen wir mal. Er spannt die Muskeln an, erzeugt eine Mondfinsternis. Das heißt also, wenn er flext so und die Sonne scheint von hinten auf ihn drauf und weil er wahrscheinlich so groß ist, dass er größer ist als alle anderen, wirft er quasi auf den Mond einen Schatten. Würde so Sinn machen, es sei denn, ich habe jetzt einen total physikalischen Fehler. Aber ey, ich war auch Physik-Niete, ich war ein Mathe-Niete. Korrigiert mich, Science-Geister draußen. Das könnte aber so sein, oder? Rapper Baller Steroide machen, dann auf harte Bodybuilder, doch blicken zu Boden, wenn sie Kohle trifft. Und ich gebe keine Fick auf deine Double-Time-Flows, ich verticker deine Mama das Coke. Sie kann nicht bezahlen, denn die Bitch hat keine Kohle, gar kein Ding, ich lass die Nutze vor der Kamera blown. Und du siehst im Internet wie deine Rap-Idole gerne auf Über-G mit Taschen voller Money machen, aber kleine... Okay, Mann, in jedem Kollegah-Track kommt irgendwie mindestens ein Part, an dem er so übertriebenst krass im Flow ist, finde ich persönlich. Also wie gesagt, ich bin Metal-Typ, ja, ich habe jetzt von Stiltechniken und so im Rap jetzt nicht so das Gefühl oder nicht so die feinfühligste Art und Weise. Ich sage einfach nur, oh, ist geil, ist schnell, ist langsam oder ist irgendwie deep oder so, sondern aber hier habe ich das Gefühl, dass er selbst so irgendwie so einen Rhythmus reinkommt, dass er einfach komplett nicht nachdenkt, sondern es fließt einfach so aus dem Haus, so weißt du, so diese pure Kreativität, also einfach so diese 1:1 Übersetzung, ohne dass du das Gefühl hast, das geht durch ihn als Medium durch. Weißt du, was ich meine? Kollege trifft und ich gebe keine Fick auf deine Double Time Flows. Ich verticker deine Mama das Coke. Sie kann nicht bezahlen, denn die Bitch hat keine Kohle, gar kein Ding. Ich lass die Note vor der Kamera blown. Und du siehst im Internet wie deine Rap-Idole gerne auf Über-G mit Taschen voller Money machen. Aber kleine Insider-Info, die meisten dieser Penner sind in ihrem Barren leben geradezu broke. Ja, alle dicken Karren in den Clips und nur geliehen. Die Bitches haben nicht mal Führerschein, das ist alles nur Show. Der einzige, der real geblieben ist in diesem Game voller Versager, Bitches Kohle, der Rest ist alles Host. Und so weiß ich könnte, wenn ich will, alle die sogenannten Rapper-Karrieren in diesem Land oder Probleme zerficken mit einem einzigen Track. Aber dafür bin ich leider viel zu busy mit anderen Sachen, wie zum Beispiel ihre Mütter ficken. Nachdem diese Bitches meine Villa sauber machen, wieder lieber vor den Nacken massieren und dann auf alle Viere gehen mit Augen, die vor der Grenze wie der Mond oder die Felge deine Vans voller Chrom. Komm mit dem Mund, ich halte die Tacker, deine Netze, deine Trigger, Mutterficker, du bist tot. Und alle deine Möbel in der Wohnung werden rot, wie die Augen deiner Mutter, wenn sie weit um ihren Sohn. Es ist der Boss, ich nur scheife den Maybach als Viertel. Die meisten MCs haben keiner, da würde sie ficken. Nur Crackschlampe, die stoße Chicks vor der Bettkante, die sie heiraten würden. Okay, also empfehlt mir mal bitte Rapper draußen, die auf dem Level von ihm sind jetzt. Also ich meine jetzt im Speziellen diesen Song. Also ich habe jetzt CR7Z kennengelernt oder Chris oder wie man auch aussprechen mag. Ich finde, der ist schon technisch ziemlich krass versiert. Ich kenne natürlich auch super viele andere, wie zum Beispiel jetzt Kimo, der jetzt auf eine andere Art persönlich, wie ich das jetzt so wahrgenommen habe, irgendwie rüberkommt, aber trotzdem super krass ist bei dem Stil, den man irgendwie auch so checkt, wenn man es so 2-3 Mal hört. Und das habe ich auch in den Edits gemerkt. So bei Kimo war das auch so, da habe ich gedacht, so im Nachhinein, als ich das Video editiert habe, okay, krass, das ist irgendwie Next Level, Next Level, Next Level so.
Aber ich meine jetzt hier so dieses Geballer, einfach dieses relentlessly Bar nach Bar nach Bar in, ich weiß nicht, ist es schon, kann man da schon von Triple Time sprechen? Das ist ja überkrass. Uzi läuft für schwarz wie die Mondfinsternis. Ziele mit der Gun, kille deine Gang, rolle weg im Jeep. Baller in Tod und das Rotlicht erlischt. Kugel in der Luft, renne durch die Hood. Ey, und ganz ehrlich, sorry, wenn ich jetzt immer zwischen reinlaber, aber sowas habe ich jetzt heute gebraucht. Nach so einem Fizzle-Job da oben. Ey, glaub mir mal, ein knapp 2 Meter Mann, hier, klein Andi, hängt unter der Decke und versucht eine Vorhangstange da rein. Es war echt nicht mehr schön. Meine Mutter, wenn sie weit um ihren Sohn, es ist der Boss. Nicht nur Scheife, der Maybach, das Viertel. Die meisten MCs haben keiner, dann würde sie ficken. Nur Crackschlampe, die stoße Chicks vor der Bettkante, die sie heiraten würden. Hey, Uzi läuft für schwarz, hey, wie die Mondfinsternis. Hey, Ziele mit der Gun, kille deine Gang, rolle weg im Jeep. Hey, Baller in Tod und das Rotlicht erlischt. Kugel in der Luft, renne durch die Hood, volles Magazin. Gucci Jacket, weiß, dass es Koks dicker ist. Leg ihm in den Line, rolle mir den Blunt, holländisches Weed. Lass die Lady tanzen auf dem Wohnzimmer. Ich darf jetzt ein Rapper mit einem Messer, besser gib mir deine Kette, bei der Renn, ich bin der King in dem Block. Oh, Uzi läuft für schwarz. Haben wir hier eine kleine Bridge drin? Die Lady tanzen auf dem Wohnzimmer. Ich darf jetzt ein Rapper mit einem Messer, besser gib mir deine Kette, bei der Renn, ich bin der King in dem Block. Uzi läuft für schwarz wie die Mondfinsternis. Ziele mit der Gun, kille deine Gang, rolle weg im Jeep. Ballerleben tot und das Rotlicht erlischt. Kugel in der Luft, renne durch die Hood, volles Magazin. Gucci Jacket weiß, dass es Koksdicker bist. Leg ihm in den Line, rolle mir den Blunt, holländisches Weed. Lass die Lady tanzen auf dem Wohnzimmer. Ich darf jetzt einen Rapper mit einem Messer, besser gib mir deine Kette, bei der Renn, ich bin der King in dem Block. Kollege am Mondfinsternis. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, der Track hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß nicht, was es war heute, ob es die Vorhangstange war oder einfach so die Erkältung, die jetzt wegdriftet, aber die Lebensgeister kommen wieder in mich zurück und ich habe das Ding gehört und ich habe einfach gehofft, bitte lass es einfach ein Brett sein. Und ich glaube, das war bisher der krasseste Track, den ich von Kollege gehört habe. Ich bin so happy, dass ihr mir da draußen das Ganze empfohlen habt und dass ihr gesagt habt, yo, Anni, go, 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 go for it. Das war wirklich so ein Monster. Wirklich, straight up. Okay, jetzt will ich wissen, kennst du einen Track da draußen, der das hier toppt? Ohne Witz, meiner Meinung nach, was soll denn noch kommen? So, was soll denn noch kommen? Post es mir doch gerne in die Kommentare oder auf unseren Discord-Server, in die Song Recommendations. Ich hänge da auch fast täglich ab. Bin super euch dankbar, wie das gerade sich entwickelt und wie viel wir hier zusammenwachsen als Community. Ich feiere euch komplett ab und Leute, schreibt mir wirklich in die Comments, was ist dein Favorite Kollegah-Track oder egal welchem Artist, der es hier mit diesem Monster aufnehmen kann. Ich bin so gespannt. Ich will auf jeden Fall die nächste Reaction hier haben von mir, bei der komplett ich meine Bude zerlege. Ich bin gespannt, Leute. Und das auf Rap. Das ist so krass, ne? Das sagt ein Metal-Typ, wenn er Rap hört. Meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Euer Andi, macht's gut.